Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Wie sind eure Räumlichkeiten? Was habt ihr für Maschinen? Was bietet ihr sonst noch alles an? Und ich denke, heute machen wir einmal mit einer bewegten Kamera einen Rundgang durch die G&G Werbetechnik und dann könnt ihr ein bisschen reinschauen und sehen, was wir alles machen. So, kommen wir mit, das ist der Eingang zur G&G Werbetechnik in Chur. Wie ihr hier seht, steht noch ein schönes Objekt drin, wo wir jetzt Lackschutz machen werden. Wir haben eine Hebebühne. Das ist der Folierungsplatz, wo wir eigentlich alle Carwrapping- und Lackschutzarbeiten machen. Und wenn wir auf dieser Seite schauen, haben wir hier noch einen zweiten Platz, wo wir dann, wenn wir gleichzeitig auch noch ein zweites Auto beschriften und ein drittes, wenn wir hier vorfahren können, haben wir hier noch ein bisschen Platz. Noch ein bisschen Ablieferungsecke, Platten, die wir jetzt gerade noch am machen sind, für einen guten Brand. Und das ist so quasi der Raum, wo wir alle Beschriftungen für euch machen. So, nebst den verschiedenen Arbeitsplätzen, die wir auf dieser Seite haben, der Arbeitstisch hier. Da haben wir ein bisschen die Ablieferungsecke, wenn wir Sachen parat machen, die Kunden abholen wollen, tun wir das hierher. Und ja, gehen wir weiter zum Maschinenpark. Da haben wir verschiedenste Schnittplotter, wo man Folien, so Einzelbuchstabenkleber herstellen kann. Da haben wir einen Laminator, wo man quasi Platten aufziehen kann. Oder wenn wir etwas im Digitaldruck bestellen, können wir mit dieser Maschine ein Matt- oder ein Glanzfinishing geben mit UV-Schutz. Da geht es weiter. Da haben wir nochmal so einen Laminator in etwas grösserem Format, wo man bis 1,60 m könnte schaffen. Und da haben wir unser Big Tink, 2,65 m breite Druckmaschine, wo wir zu 90% hauptsächlich die riesig grossen Blachen machen, die wir vielleicht auch schon gesehen haben auf unserem Video, wo dann zum Beispiel am WIF hängen oder an der ganzen Fassade oder an der Baustelle, wo quasi die Firma, die Baustelle macht, seine Werbung aufhängt. So, im hinteren Bereich da haben wir natürlich die ganzen Rollen und hinten haben wir nochmal einen Drucker, wo wir dann die hochauflösenden Sachen machen können, bis 1,60 m. Dann haben wir nochmal Arbeitsplätze, nochmal Papierzuschnittmaschinen oder Klebezuschnittmaschinen bis 2,60 m. Noch ein bisschen Lager halt vom Briefpapier. Und dann geht es hier weiter hinterher noch zum grossen 3D-Lager. Das sind alles 1,52 m hohe Carwrapping-Folien. Also quasi jedes Auto, das wir schon gemacht haben, haben wir natürlich immer wieder ein paar Meter als Reserve bestellt. Und das hat sich dann mit der Zeit hier gelagert, wo man zum Glück dann halt noch für die nächsten Projekte auch benutzen kann. Plus haben wir hier noch das ganze Lager von den Bohrmaschinen und so weiter, falls man auf Montage ist, zum Tafeln montieren. Gehen wir in unseren Aufenthaltsraum. Das ist unser Sitzungsraum, und Kaffeeraum, und da können wir einmal Sachen besprechen. Wir machen auch ab und zu Video da drin. Und ja, das ist mehrheitlich von den Mitarbeitern genutzt. Oder wenn es wirklich sehr heikle Sachen sind, kann man dazu auch mit einem Kunden etwas besprechen. Dann gehen wir weiter ins Aussenlager. Hier hinten haben wir noch ein kleines Aussenlager, wo wir die ganzen grossen Platten, die angeliefert werden, Aluminium oder Forex-Platten, können zwischenlagern, bis wir bereit sind, um sie den Folgenden auf dem Arbeitstisch zu bearbeiten und zu verkleben. Dann haben wir noch den oberen Stock. Der wird hauptsächlich benutzt, um die riesigen Blachen zu konfektionieren, zusammenschweißen, die verschiedenen Bahnen und für den ganzen Textildruck, den wir anbieten. Kommen wir mit, geht es noch ein bisschen die Stegen rauf.
So, das ist der obere Stockbereich, wo wir eben Platten und Textildruck machen. Da auf dieser Seite ist dann noch mein Büro. Da sieht es jetzt momentan noch viel, viel aus, weil wir gerade einen grossen Auftrag haben, wo wir am Drucken sind. Darum sind so viele Karton gleichzeitig hier oben. So, da sehen wir den Textildruckbereich mit den verschiedenen Maschinen, so für Käppli oder für Thermalpress. Da haben wir für die vorderen Sachen, für Rückendrück. Da haben wir nochmal einen Tisch, um Sachen vorbereiten. Und wenn wir dann ganz viel zu tun haben, haben wir da nochmal eine Zusatzpresse, damit wir gleichzeitig gerade das zweite dran schaffen können. Jetzt gehen wir weiter hinterher zum Textillager und zu der Blachenkonfektionierung. So, das ist eigentlich der Platz, den wir brauchen. Das ist ein bisschen verloren. Aber das ist der Platz, den wir brauchen, wenn wir so grosse Blachen konfektionieren müssen. Wir müssen euch vorstellen, dass man die Bahnen ausbreiten muss, eine Überlappung muss geben, so übereinander. Und damit gibt es eine Schweißnaht, die man mit so speziellen Schweißmaschinen machen kann. Da haben wir dann auch eine automatische Ösenpresse, wo wir dann die Ringli reinpressen können. Und auch eine Tischschweißmaschine für die kleineren Sachen. Das sind auch da im hinteren Bereich alles Textilmuster, die sich halt über die letzte Zeit auch angesammelt haben, wenn die Kunden ein Muster wollen und nachher vielleicht die Größe gar nicht brauchen. Dann haben wir sie da für den nächsten Kunden, dass wir immer ein Muster zeigen können. So, das ist unser Arbeitsplatz, wo wir alles herstellen, wo wir auf unseren Social-Media-Kanälen und Webseiten auch sehen. Wenn wir euch auch helfen können, meldet euch bei uns. Wir sind gerne bereit, euch auch spezielle Sachen herzustellen.